Hallo und herzlich willkommen auf Evo 2K TV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WWE 2K19, dem Community Universe, dem Evoverse. Heute mal wieder mit eurem Evo 2K, höchst selbst der Mann, der das Evoverse nicht mehr unter Kontrolle hat, wie es schon hier in den Kommentaren zu lesen war. Auf jeden Fall, ich stimme da vollkommen zu. Ich habe das Evoverse nicht mehr unter Kontrolle, deswegen bin ich auch noch hauptberuflicher YouTuber, was durch das Evoverse möglich ist. Also absolute Zustimmung. Und ja, ich würde aber sagen, obwohl ich das nicht mit der Kontrolle habe, machen wir trotzdem weiter. Ich weiß, ihr habt da keinen Bock mehr jetzt drauf, aber es muss ja halt weitergehen. Wenige Folgen kommen noch und in diesen wenigen Folgen wird natürlich noch sehr, sehr viel passieren. Und damit fangen wir heute mal an. Ich kann euch aber auch noch sagen, die Folge heute wird etwas kürzer, einfach was auch mit den Temperaturen zu tun hat. Ihr könnt ja mal einfach reingucken in die quasi Aufrufe der letzten Tage. Man merkt einfach brutal das Wetter. Viele haben wahrscheinlich momentan keinen Bock, irgendwie großartig YouTube zu gucken, was ich auch vollkommen verstehen kann. Ich habe ja gestern selber gesagt, geht lieber raus, statt die Folge zu gucken. Und deswegen werde ich jetzt mal schauen, dass es in den nächsten Tagen etwas weniger oder etwas kürzer wird, dass dann die Leute zumindest ein bisschen die Chance haben, die Folgen zu gucken, indem es einfach ein bisschen von der Länge nach unten gezogen wird. Na gut, in diesem Sinne wünsche ich euch trotzdem ganz viel Spaß. Und los geht's. So, wir haben Opener. Sami Zayn gegen Baron Corbin. Hier holt sich Baron Corbin den Sieg. Eric Young gegen No Way Jose. Hier holt sich Eric Young den Sieg. Dann haben wir die Usos gegen The Revival. Hier holen sich The Revival den Sieg. Dann hätten wir die Viking Raiders gegen Ascension. Hier holen sich die Viking Raiders den Sieg. Bray Wyatt gegen Drew McIntyre. Hier holt sich Bray Wyatt den Sieg, Ricardo Belasca Jr. gegen AJ Styles, hier holt sich Ricardo Belasca Jr. den Sieg und Seth Rollins gegen The Miz, hier holt sich Seth Rollins den Sieg, nachdem sich Bobby Lashley in das Match reinbuckt. Oder auch hereingebuckt wird, wie auch immer. So, hier auf jeden Fall die News, Bobby Lashley konnte nicht auf sein Match gegen Seth Rollins warten. Er schaltete den Gegner seines Rivalen aus und stürmte in den Ring, um eine Prügelei zu beginnen. Der Kampf der beiden hörte auch nicht auf, denn der Ringrichter hatte die Kontrolle verloren. Die Rivalität zwischen den beiden geht mittlerweile über die Championship hinaus. Sie wollen sich wohl nur noch gegenseitig verletzen und bei dieser Rivalität geht es vor allem um Psychospielchen. Eric Young mischt sich in das Match von Bobby Roode ein, um seine Konzentration zu stören. Jetzt nagen Zweifel am Herausforderer und er fragt sich, was der Champion ihm auf dem Weg zu ihrem Titelkampf wohl als nächstes entgegenwerfen wird. Rivalitäten, da haben wir noch 8 Wochen Roode gegen Young, 4 Wochen Rollins gegen Bobby Lashley. Dann sehen wir hier das Championship-Ranking, wobei das ja klar sein sollte, die Leute, die halt gestern keinen Erfolg hatten quasi in dem Match, also die eben bei den Chambers, je nachdem wie sie halt rausgeflogen sind, so wurde auch das Championship-Ranking angepasst. Und ich kann nur mal sagen, weil das auch viele nicht wussten, das gilt auch für NXT BCW, das war aber auch in den letzten Staffeln schon so, es gibt nach Elimination Chamber keine Rückmatches mehr. Das war schon so, wie gesagt, in den Staffeln davor. Und das wird jetzt auch hier weiterhin natürlich so gehen, weil das ist ja auch der Sinn von dieser Chamber. Das ist halt dieses Ausscheidungsverfahren, das hatten wir auch früher, wo wir noch die Battle Royals hatten, hier bei den Takeover-Pay-Per-Views. Und genauso ist das hier auch eben mit Elimination Chamber. So, dann haben wir hier noch die Midcard-Szene, wo Heath Slater derzeit der Hauptherausforderer ist. Er ist ja momentan 24-7-Champion. Bei der Tag Team Division ist gar nichts passiert. Ja, dann können wir mal zu SmackDown rübergehen, schauen, was da heute so los ist. So, Big E gegen Kevin Owens, hier holt sich Kevin Owens den Sieg. Dann haben wir Nakamura gegen Bo Dallas und Curtis Axel, hier holt sich Bo Dallas den Sieg. Dann hätten wir Roman Reigns, Randy Orton, Lars Sullivan, Apollo Crews, hier holt sich Roman Reigns den Sieg. Shelton Benjamin gegen Finn Bella, hier holt sich Finn Bella den Sieg. Matt Hardy gegen Xavier Woods, hier holt sich Matt Hardy den Sieg. Mustafa Ali gegen Andrade, hier holt sich Mustafa Ali den Sieg, unser neuer Intercontinental Champion. Und Jinder Mahal trifft auf Kofi Kingston, hier holt sich Jinder Mahal den Sieg. So, in den News. Das Universum ließ Jinder mal deutlich wissen, was es davon hält, dass er sein Gegner und die Menge derart respektlos behandelt. Andrade hat seine Absichten deutlich gemacht, indem er vor Beginn des Matches Mustafa Ali überfallen hat. Er möchte seinen Gegner verletzen und wird ihn angreifen, wenn er es am wenigsten erwartet. Das Universum hat sich bei der Rivalität zwischen den beiden Tag-Teams für eine Seite entschieden. Es unterstützt nach dieser wackeren Leistung Shinsuke Nakamura und Rusev in ihrem Kampf gegen ihre Gegner. Wahnsinn. So, da haben wir noch 4 Wochen Kofi gegen Jinder. 4 Wochen Daniel Bryan Rowan gegen Nakamura und Rusev und 8 Wochen Mustafa Ali gegen Andrade sehen. Das hat die heute begonnen? Ja, die hat heute begonnen. Alles klar. Ja, dann werden wir bei SmackDown auch weitestgehend fertig. Ranking zeigen wir natürlich noch. Ist Aleister Black auf den ersten Platz geklettert? Lars Sullivan ist hier nochmal an Kofi vorbeigezogen durch die Matchentwicklung heute.
Ja, dann haben wir Xavier Woods als neuen Hauptherausforderer auf den Titel von Mustafa Ali. Bei der Tag Division nichts passiert. Dann können wir mal zu NXT rübergehen, schauen, was da heute so los ist. So, Steven gegen Van Knight, hier holt sich Steven den Sieg. Dann hätten wir Tyler Breeze gegen Velveteen Dream, hier holt sich Velveteen Dream den Sieg. David Hawkins und Jack the Hammer Cole gegen Bobby Fish und Kyle O'Reilly holen sich David Hawkins, Jack the Hammer Cole den Sieg. Shaw gegen Roderick Strong, hier holt sich Shaw den Sieg. Patch gegen den Predator, hier holt sich der Predator den Sieg. Dann haben wir noch Invader gegen Pascal Mason, hier holt sich Pascal Mason den Sieg. Und El Drago und Ace Wright haben sich zusammengetan, um hier die Sons of Destiny herauszufordern. Und die Sons of Destiny holen sich auch den Sieg gegen die beiden. In den News, da haben wir Adam Black und JDB erscheinen auf der Bühne, um ihre Rivalen Crimson Shaw und Morris King nach dem Match zu verspotten. Danach gab es reichlich Trash-Talk von beiden Seiten. Beide Teams wollen sich vor ihrem Tag-Team-Championship-Match unbedingt einen Vorteil verschaffen, egal ob auf körperlicher oder mentaler Ebene. Pascal Mason hat seine Absichten deutlich gemacht, indem er vor Beginn des Matches Invader überfallen hat. Er möchte seinen Gegner verletzen und wird ihn angreifen, wenn er es am wenigsten erwartet. Tyler Breeze war bereit, den Kampf gegen Velveteen Dream einfach zu verlassen. Dadurch wurde sehr deutlich, dass er sich mal der Niederlage nicht sonderlich scherte. Diese reichlich egoistische Aktion zeigt, dass dieser Superstar nur dann kämpfen will, wenn es nach seinen Regeln geht. Seine Gegner sind ihm egal. So, in Anbetracht der Tatsache. Oh ne, wir haben gar keine Rivalität. Wir haben nur eine Rivalität, alles klar. Also immer noch hier Invader gegen Pascal Mason. Unten wäre demzufolge noch ein bisschen Rivalitätsmaterial da. Championship Ranking gucken wir auch wieder rein. Predator an Adam Cole vorbeigezogen. Pascal Mason an Tyler Breeze vorbeigezogen. Tag Team Division erstmal keine Veränderung, aber es ist die NXT, von daher erstmal sowieso unwichtig. Dann gehen wir mal zu BCW. BCW beginnt mit dem Match zwischen SOD gegen Undisputed Era. Hier holen sich SOD den Sieg. Blister gegen Angelo Dawkins. Hier holt sich Blister den Sieg. Dann haben wir Gully King over Nightmare. Jack the Hammer Cole. Hier holt sich Nightmare den Sieg. Ja, und dann haben wir hier etwas, wo es wahrscheinlich gleich eine Änderung gibt. Denn eigentlich hat ja der Adam Gabriel eine Rivalität gegen Austin Bishop, was ich eben gesehen habe. Aber hier steht wieder der Blister. Wir gehen jetzt einfach mal rein, obwohl der Blister eben ein Match hatte. Wie gesagt, das wurde so erstellt. Wir gucken mal, was da so passiert. Schwung schnell. Einzug ein können wir gar nicht einstellen. Also wird hier auf jeden Fall gleich was passieren. Also gucken wir mal. So, okay. Also Einzüge gehen automatisch. Da bin ich jetzt mal gespannt, was passiert. Gut, wir hätten sie sowieso nicht ausgestellt. Aber irgendein Knüller muss ja jetzt kommen. Ja, da ist unser Champion und da kommt von hinten Austin Bishop. Und ja, wird jetzt wahrscheinlich... Ey, wie schnell der auf jeden Fall... Guck mal, wie schnell der zum Ring galoppiert hier. Dropkick von hinten von Austin Bishop. Gegen Adam Gabriel. Aber da kommt der Konter. Ja, kommt zwischen den beiden nicht zu einem Match. Nur zu einem Brawl. So, Gabriel rennt jetzt in den Ring rein. Und tritt jetzt nach Bishop, aber der kann auch wieder kontern mit dem Headbutt. Und stößt Gabriel weg, der Ringrichter draußen völlig fassungslos. Ja, stößt den weg. Jetzt gibt's wieder die Kicks, aber auch Bishop wieder mit der Clothesline. Back elbow. Did you see that? Vertical suplex. Nice. He's starting to show signs of fatigue. He may have to start reevaluating his game. Der Ringrichter zeigt mehr Action ab als Adam Gabriel. He doesn't appear to have taken too much offense up to this point, but that can obviously all change here. Ja, da fällt Bishop nicht um, der ist dafür ein bisschen zu kräftig. Der Eishrip ins Ringseil. Bin mal gespannt, so langsam müsste mal die Animation hier beendet sein. Na gut, lass sie sich ruhig prügeln. So, da kommt er wieder angeflogen und Bishop liegt erstmal. Und wieder Headbutt. Und da noch die Clothesline hinterher. Und da wird er vom Ringrichter zurückgehalten. So, und da stehen sie sich jetzt gegenüber. Also da könnt ihr schon mal einstellen. In nächster Zeit gibt es dann nochmal Adam Gabriel gegen Austin
Bishop. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Wir gehen dann mal hier auf der Matchcard weiter. So, dann noch Dan Madison gegen JDB. Da holt sich JDB den Sieg. Black Baldwin gegen den Time Hunter. Hier holt sich Black Baldwin den Sieg. Außerdem Dennis Raven im Main Event gegen Adam Black. Hier holt sich Dennis Raven den Sieg. Warum ist das eigentlich ein Einzelmatch? So, was haben wir denn hier? Zwei Sachen. Black Bolton hat sein Match gewonnen, versucht eine Botschaft in die Umkleide zu schicken, als er damit gedroht hat, die Karriere von The Time Hunter mit einem gnadenlosen Angriff vorzeitig zu beenden. Ben Punk konnte nicht einfach nur zusehen, verhindert den Angriff durch rechtzeitiges Eingreifen. Alles klar, hier Best Buddies oder was? So, dann haben wir hier erneut wurde eine hitzige Aggression zwischen den beiden Titelrivalen gezeigt, als Austin Bishop noch vor Beginn des Matches einen Angriff auf Adam Gabriel startete. Der Superstar hat sich in der Vergangenheit bereits feindselig verhalten, aber jetzt schaltet er einen Gang hoch. Er möchte seinen Gegner beim kommenden Titelkampf definitiv besiegen. Da haben wir noch eine Woche Baldwin gegen Ben Punk und 15 Wochen Gabriel gegen Bishop. Dann schauen wir mal die Championship Rankings rein. Da ist Dennis Raven am Time Hunter vorbei. Beim Midcard-Titel, also North American-Titel, keine Veränderung und auch bei der Tag Team Division keine Veränderung. In diesem Sinne, BCW auch abgehakt. Wir gehen zu ECW rüber. So, ECW geht los und da haben wir im Opener Walter gegen den neuen Champion Hergi. Hier holt sich der Hergi den Sieg. Dann Kaizo Kemasters trifft auf Tracer. Hier holt sich Tracer den Sieg. Death Psycho gegen Subix. Hier holt sich Death Psycho den Sieg. Vincent gegen The Devil of Joker. Hier holt sich Vincent den Sieg. Arc Enemy trifft auf The Butcher. Hier holt sich Arc Enemy den Sieg. Außerdem JCC Styles gegen den Killer Gamer. Hier holt sich JCC Styles den Sieg. Ja, und dann das Match, was gestern so nicht stattfinden konnte quasi. Heute im Hell in a Cell Triple Tag Match. Delta G und Mark Barrett natürlich hier von Havoc. Dann Iceman Dark Magic von der Black Invasion und Steve und Kenshi von der Red Foundation. Es geht um den Titel. Erster Pinfall entscheidet, weil man dieser Matchart keine Eliminierung einstellen konnte. In diesem Sinne, ja, stürzen uns mal rein. Schwung, schnell, Einzug aus. Los geht's. So, dann schauen wir mal. Ich find's übrigens dumm. Erinnert euch mal gestern zurück hier. Elimination Chamber. Da ist der Käfig ausgeblendet. Und hier sieht man den Käfig. Das ist eigentlich total die Sicht. Also verstehe ich eigentlich nicht so ganz, warum hier der Käfig zu sehen ist. So, was haben wir momentan hier für eine Grüppchenbildung? Delta gegen Magic. Barrett gegen Steve und Kenshi gegen den Iceman. Allerdings hat jetzt Steve den Iceman getroffen. Da haben wir bunt gemischt momentan die verteilen. Barrett rollt sich erstmal raus. Der ist schon K.O., das war's für ihn. Jetzt hat der Iceman draußen. Jetzt Barrett nimmt sich den Magic vor, nachdem er ausprobiert hat. Da gibt es einen Power Slam mit Unterstützung vom obersten Seil. Ja, Kenshi mit dem Reversal gegen Barrett. Gibt schon hier den DDT vom Iceman gegen Delta. Und der Coldbreaker hinterher. Pinfall, aber da wird nicht aufgepasst. Von Barrett, der sich jetzt auch noch hier, naja, doch kein DDT. Barrett wieder ausgenockt. Was ist denn mit Steve los? Delta gegen Kenshi, da greift der Iceman ein. Delta schlägt jetzt am Iceman vorbei, jetzt hat er ihn. Befördert ihn erstmal aus dem Ring raus. Ja, Iceman wieder im Ring angekommen, nachdem ihn der Delta da rein befördert hat. Looks like the champ is starting to crack. He's got to remember he has two partners ready to enter the fray here.
To be successful, the offensive style he's relying on tonight requires he not lose too much stamina. Great job escaping, trying to turn this thing around. Oh boy, he is rolling. A bad place to be for the challenger. He doesn't want to absorb that. Ziemlich nachgestiegen, ich glaube, in dieser Zeit. Make a big time here, and he absolutely has an air raid siren. I don't know how you survive that. Und dann weglegen, den Klingelton ausmachen. So, Backbreaker gegen Kenshi schießt. Delta jetzt gegen den Iceman. Jetzt Magic auch im Ring. Vielleicht als Aufpasser. Oh, da rollt er sich raus. Ja, Black Invasion jetzt alleine im Ring. Teams working well here together. That's not always the case in a six-man tag team match. Oftentimes, you'll see personal agendas eat their way into the action. Und da soll der Black Mist kommen gegen Delta, aber Barrett ist wieder da. Black Mist sitzt und jetzt Barrett attackiert den Iceman. Und da gibt's die Popper Powerbomb, Pinfall. Aber Kenshi ist halt wieder da. Und der fängt auch Powerbomb to the Boston Crab. Ja, das reicht noch nicht, dann wird er aber nicht aufgeben. Und draußen ist der Käfig zerstört. Steve und Magic sind draußen. Ja, eigentlich war der Sinn der Sache, dass das so eine Art Elimination Chamber ist. Jetzt ist der Käfig offen, es gibt keine Elimination. Springt der Iceman an Steve vorbei, trifft dafür aber hier den Barrett, aber Quatsch, Steve, pass auf. Magic auch wieder im Ring. Und der wird jetzt hier von Steve ein bisschen gefordert. Er steigt jetzt aufs mittlere Seil. Kommt da angeflogen und Barrett steht auch wieder. Aber Steve kann kontern. Aber der Konter von Barrett. Ja, jetzt ist Kenshi da. Tja, keiner zum Pinnen im Ring. Jetzt Delta, der Kick gegen Kenshi. Ja, Dropkick wird gekontert. Aber wieder der Reversal von Delta. Da gibt es einen Superkick. Aber Kenshi auch wieder mit dem Reversal. Und jetzt rettet der Iceman Delta. Er bewahrt ihn davor, einen Finisher einzustecken. Jetzt springt mal der Iceman auch an Kenshi vorbei. Und da gibt es den Codebreaker. Und das könnte jetzt eine Entscheidung geben. Und das war's. Black Invasion setzt sich in diesem Match durch und behält weiterhin die ECW Championships. Das war auf jeden Fall wieder gut gemacht. Da zeigt der Iceman den Codebreaker. Also es ist schon wirklich, auch wenn man so das Ganze rückblickend sich anschaut, war das taktisch schon echt mal ganz gut, was die Black Invasion hier so in den Tag Team Matches gezeigt hat. Dass dann der eine auf den anderen aufgepasst hat. Und wow, das ist definitiv ein gutes Teamplay. Also Red Foundation auf jeden Fall gepinnt. Dann kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass dann beim nächsten Pay-Per-View eher wieder mal Havoc am Start sind. Na gut, wir gehen jetzt mal weiter. So, was haben wir in den News drin stehen? Dark Magic hat sein großes Match gegen Black Dragon gewonnen. Der hat doch gar kein... Achso, das ist News von gestern. Wir haben momentan keine Rivalität. Doch, haben wir. Mein Hund bellt gerade. Lasst euch nicht stören davon. Ja, irgendwie komisch. Also zwei Wochen haben wir ja Killer Gamer gegen JCC Styles. 10 Wochen Walter gegen Hergi. Dann haben wir Tracer gegen Halil und Arc Enemy gegen The Butcher eventuell. Championship Ranking ist dann auch hier. Ja, Evo 2K. Plätze verloren natürlich. Ansonsten das Ranking halt so angepasst, wie es eben durch die Entscheidung vom Ausscheiden war und natürlich auch dadurch geprägt worden, dass ja heute wieder eine Matchcard stattfand. Walter ist übrigens aufgestiegen, weil es gibt ja keine Rematch-Klausel mehr und Walter hat ja über 100 Tage den Gürtel gehabt. Dann haben wir hier nochmal die Midcard-Szene vom ECW KO Championship. Ansonsten ja, Tag-Team-Szene, da können jetzt Red Foundation nach unten, weil die haben halt jetzt verloren heute, beziehungsweise haben sie den Pin kassiert. Wir gehen dann mal zu Main Event, wo wir uns noch das 24/7-Match anschauen werden.
So, Main Event beginnt mit Ricardo Velasco Jr. gegen Jordan Pigeot. Hier holt sich Ricardo Velasco Jr. den Sieg. Dann haben wir Heath Slater gegen JCC Styles. Hier holt sich Styles den Sieg. Vincent gegen Blister. Hier holt sich Blister den Sieg. Und unser 24-7-Match heute mit Gully, Mustafa Lee, Tyler Breeze, Heath Slater, Black Dragon und The Rock. Dann schauen wir mal, wer sich hier heute durchsetzen kann. So, dann legen wir los. Dragon direkt mal gegen Mustafa Ali. Breeze gegen Gully. Und Heath Slater, der Champion, kann The Rock nicht eliminieren. The Rock jetzt aber mit dem Reversal. Der beobachtet Heath Slater. Und haut den Champion raus. Champion nach 17 Sekunden eliminiert. Ja, jetzt The Rock. Kriegt ein paar Mal an. Gully vorbei. Und das geht jetzt schief für unser Rocky mal hier, der Herr Johnson. Jetzt legt er sich mit dem Dragon an, er sagt, nö, das wäre ein nices Match. Dragon gegen The Rock. Ja, Dragon schnappt sich jetzt Tyler Breeze. Und Tyler Breeze ist ebenfalls raus. Hält The Rock gegen den Dragon. Jetzt zum Ringseil. Hält nochmal einen Schlag aus. Und The Rock eliminiert den Dragon. Mit einem Samoan Drop. Der hat Bock. Ja, Gully, Mustafa Ali oder The Rock? Wer macht das Ganze hier? Und Gully ist raus. The Rock oder Mustafa Ali? Das Krasse ist ja, Mustafa Ali ist ja momentan auch Intercontinental Champion. So, jetzt steigt er hier aufs oberste Seil. Zeigt jetzt seinen Finisher, der Idiot. Und The Rock zieht die Beine hoch. Ich denke mal, The Rock wird jetzt hier der 24-7 Champion. Jetzt ein Spinebuster. Was jetzt? Jetzt beobachtet er. Nur noch eine Frage der Zeit. Und der Rock Bottom soll kommen. Jetzt wird's episch. Ne, der wird gekontert von Mustafa Ali. Kein Rock Bottom. Der befördert jetzt The Rock in die Ecke. Und Mustafa Ali ist Doppel-Champion, Intercontinental Champion und 24-7 Champion. Das gibt's ja gar nicht. Bei dem läuft's momentan richtig. The Rock versaut es sich, weil er den Rock Bottom zeigen will. Unfassbar. Das ist überraschend. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Ja, und damit der neue Champion Heath Slater abgelöst. Und hier sehen wir es jetzt, wie er sich hier feiern lässt. Unser neuer 24-7 Champion. Ja, dann wären wir mit der heutigen Folge noch nicht zu Ende. Wir haben ja noch ein paar Matches hier auf der Karte. So, was haben wir noch hier? Delta, Mark Barrett gegen Steve und Kenshi. Havoc komplett mit am Start. Und tatsächlich, Havoc holt mal einen Sieg. Das ist ja total hier, ja, völlig von den Socken. Unfassbar. Aber Kaizuke Masters, Predator, Arc Enemy und Dennis Raven. Hier holt sich der Predator den Sieg nach dem Pinfall an Arc Enemy. Und Adam Black und JDB treffen auf Patch und Pascal Mason, ein zusammengewürfeltes Tag Team. Und hier holen sich die Don't Cry Society den Sieg. Ja Leute, und damit sind wir am Ende der heutigen Folge wieder angekommen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst dem Video doch mal wieder einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne wieder in die Kommentare, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet. Joint auch gerne wieder meinem Discord-Server, der Link dazu in der Videobeschreibung, wo auch meine Social-Media-Accounts alle verlinkt sind. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und der Link zu meinem Twitch-Kanal. Wenn ihr dort registriert seid, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir mal ein Follow hinterlassen würdet. Ansonsten natürlich auch, wenn euch das Ganze hier gefällt auf YouTube, dann wäre es eine coole Aktion, wenn ihr Teil meiner Community wärt, wir diesen Weg in Zukunft gemeinsam bestreiten würden, wenn ihr mir ein Abo auf YouTube hinterlassen würdet. Lohnt sich auf jeden Fall, nicht nur wenn ihr Fans von WWE 2K19 oder 2K18, 2K17 gewesen seid, da gibt es eine Menge Content auf meinem Kanal, diverse andere Projekte auch dort zu finden, also ich denke mal, für jeden sollte etwas dabei sein. Ich bin dann jetzt an dieser Stelle raus, bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Reinschauen und die Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen schönen sonnigen Mittwoch, genießt das Wetter, haut rein, bis zum nächsten Video, macht's gut und ciao.